Natürlich war es nicht möglich, diese Zusammenhänge zu erkennen, als ich noch in die Zukunft blickte, aber es war sehr klar, als ich 10 Jahre später zurückblickte. Nochmal, du kannst diese Zusammenhänge nicht erkennen, wenn du nach vorne blickst. Du kannst Punkte nur verbinden, wenn du zurückblickst. So musst du daran glauben, dass sich alles fügen wird. Denn daran zu glauben, dass sich alles fügen wird, wird euch das Vertrauen geben, eurem Herzen zu folgen, auch wenn ihr die eingefahrenen Wege verlasst. Ihr müsst an etwas glauben, euren Gott, Schicksal, Leben, Karma oder was auch immer. Diese Einstellung hat mich nie im Stich gelassen und machte den erheblichen Unterschied in meinem Leben. Manchmal trifft dich das Leben mit einem Ziegelstein. Verliere nicht den Glauben. Ich bin überzeugt, dass das Einzige, was mich zum Weitermachen brachte, war, dass ich geliebt habe, was ich tat. Man muss das finden, was man liebt. Und das ist wahr in Bezug auf die Arbeit, als auch in Bezug auf die Liebe. Und der einzige Weg, großartige Arbeit zu tun, ist zu lieben, was man macht. Wenn du es bis jetzt nicht gefunden hast, dann suche weiter. Bleib nicht stehen. Mit allen Fasern eures Herzens werdet ihr spüren, wenn ihr es gefunden habt. Und wie jede große Beziehung wird es besser und besser, wenn die Jahre vergehen. Also schaut euch um, bis ihr es gefunden habt. Bleibt nicht stehen. Wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, wird es höchstwahrscheinlich irgendwann richtig sein. Es hat mich beeindruckt und seit damals über 33 Jahren habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich selbst gefragt, wenn heute der letzte Tag in meinem Leben wäre, würde ich das tun, was ich mir heute vorgenommen habe zu tun? Und jedes Mal, wenn die Antwort Nein war, mehrere Tage lang, wusste ich, ich muss etwas verändern. Daran zu denken, dass man bald tot sein wird, war für mich das wichtigste Instrument, das mir geholfen hat, all diese großen Entscheidungen zu treffen. Weil fast alles, alle äußeren Erwartungen, der ganze Stolz, die ganze Angst vor dem Versagen und die Scham, diese Dinge fallen einfach weg angesichts des Todes. Und es bleibt nur mehr das, was wirklich wichtig ist. Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Falle zu entgehen und zu glauben, man hätte etwas zu verlieren. Du bist vollkommen nackt. Es gibt keinen Grund, um nicht seinem Herzen zu folgen. Niemand will sterben. Nicht mal Menschen, die in den Himmel kommen wollen, wollen sterben, um dorthin zu gelangen. Und dennoch ist der Tod das Schicksal, das wir alle teilen. Niemand ist jemals entkommen. Und das ist so, wie es sein sollte, weil der Tod ist möglicherweise die beste Erfindung des Lebens. Er ist der Vertreter des Lebens für die Veränderung. Er räumt das Alte weg, um Platz zu machen für das Neue. Gerade jetzt seid das Neue ihr. Aber eines Tages, nicht sehr viel später, werdet ihr langsam zum Alten gehören und weggeräumt werden. Tut mir leid, dass ich so dramatisch bin, aber das ist die Wahrheit. Eure Zeit ist begrenzt, also verschwendet sie nicht, um das Leben anderer zu leben. Lasst nicht den Krach anderer Meinungen die eigene innere Stimme zum Verstummen bringen. Und das Allerwichtigste, habe den Mut, dem eigenen Herzen und der Intuition zu folgen. Diese wissen irgendwie schon genau, was du wirklich sein willst. Alles andere ist zweitrangig. Bleib hungrig, bleib töricht.